Heißhunger. Was genau meint das Wort? Was meint es mit dir? Was ist Heißhunger? Heißhunger zum Beispiel kann sein, wenn du Schokolade, schau mal. Du kannst das natürlich abtun, wie ich das mache. Schokolade müssen sie mir geben. Täglich eine Reihe. Ganz günstige, oh, mach wieder Werbung, ganz günstige dunkle Schokolade. Was ist aber, wenn du nicht mehr aufhören kannst? Meine Cousine sagt immer, bitte bring mir keine Schokolade. Wenn sie eine aufmacht, muss sie weg sein. Sie kann nicht mehr bremsen. Also was ist Heißhunger? Was sind Verlangen nach Zigaretten, nach Alkohol, nach Spielen? Es gibt ganz, ganz viele Verhaltenssüchte. Und wenn du nur einmal ein bisschen sinnierst über das Wort Heiß und Hunger, was fehlt dir, das in dir, in deinem limbischen System, einen Heißhunger auslöst? Ganz viel davon werden wir bereden, werden wir Aha-Effekte haben und andere werden vielleicht noch mehr verwirren. Aber du weißt ja, wir können es bereden, nur wir zwei untereinander oder in der Gruppe. Also, auf gut Heiß und Hunger in unserer Küche, in der Wortküche und mit dem Denkfasten. Ausstellen, einstellen, einschreiben, sagen, wenn du kannst. Und bis dann.